Liebe Zuschauer, ich befinde mich hier mitten im Zentrum von Greifswald. Greifswald ist dank einem hohen Studentenanteil eine der jüngsten Städte Deutschlands und gibt sich gerne bunt und weltoffen. Den heutigen Tag der Akzeptanz haben wir deshalb zum Anlass genommen, uns mal umzuhören, wie es um die Toleranz der Greifswalder Bürger denn wirklich bestellt ist. Dazu haben wir gestern, einen Tag vor dem Tag der Akzeptanz, eine Umfrage zum Thema Homosexualität durchgeführt, wie wir es auch 2006 und 2010 schon einmal gemacht haben. Ja, es wird bunt heute, jetzt geht es richtig rund heute. Mich stört's nicht, also. Wir haben selber Bekannte, die verheiratet sind und homosexuell. Wir haben nichts dagegen eigentlich. Da habe ich eigentlich keine Meinung zu. Finde ich gut. Ja, natürlich. Warum nicht? Gleiches Recht für alle. Habe ich nichts dagegen, gegen die Homo-Ehe. Ja, also ich finde, die Debatte ist etwas dran vorbei, weil eigentlich gehört diese eingetragene Lebenspartnerschaft, das ist eine Selbstverständlichkeit. Die können ja keine Kinder produzieren. Das geht nicht. Finde ich nicht gut. Dann können sie machen, was sie wollen. Sie in sein Leben. Ich habe da kein Problem mit. Also ich bin absolut dafür. Ich finde, dass die Akzeptanz längst überfällig ist. Sollen sie machen, was sie wollen. Also ganz ehrlich. Das ist überhaupt, darf heute eigentlich gar kein Problem mehr sein. Ich bin jetzt persönlich nicht davon betroffen, aber meinetwegen, freie Bahn. Das ist mir vollkommen egal. Diese Leute sollen machen, was sie wollen. Homo-Ehe. Ich hätte beinahe was gesagt. Das ist, oh mein Gott, das überfällt mich jetzt gerade voll. Ich bin dafür. Das sind genau Leute wie wir, sollen sie doch heiraten. Dass die jetzt erst anfangen, die steuerlich gleichzustellen, das hätte schon längst passieren müssen. Ja. Jetzt geht es richtig rund. Freunde, wir haben heute Mittag richtig Spaß. Gelassen. Ich habe mit so einem Mensch noch keinen Kontakt gehabt, ich weiß ja gar nichts von. Das ist doch ganz normal. So wie ein normales Pärchen halt, man stört mich nicht. Man sieht die ja nicht so oft, aber man gewöhnt sich an alles. Also mich stört es nicht. Jeder soll so leben, wie er möchte. Ist mir egal. Also jeder soll das ausleben, was er will. Machen die Leute im Internet genauso, also von daher. Gehört dazu. Ist alles in Ordnung, wird toleriert. Es ist sicherlich erstmal, ich sag mal, ein Hingucker, eine Überraschung, aber eigentlich habe ich keine Probleme damit. Das ist mir egal, also da interessiert mich nicht. Das ist jedem sein Ding. Ganz normal. Also, es sind genauso Pärchen wie andere. Also, sollen sie doch machen, was sie wollen. Ganz normal. Ich habe auch einen Arbeitskollegen, der ist homosexuell. Und mit dem gehe ich auf das Essen. Ist kein Problem. Also, es sind genauso Menschen wie wir. Da stehe ich irgendwie nicht negativ dazu. Wer kommt mir sonst was an, wenn ich die sehe? Ich freue mich. Freue mich, wenn ich das in der Öffentlichkeit sehe. Na, ganz normal. Ja, sieht man ja so selten. Wenn ich das schon im Fernsehen gesehen habe, bin ich schon bedient. Wenn ich das im Fernsehen sehe, wie die sich abgenutschen, und ich kann das gar nicht glauben. Nee. Jeder soll leben, wie er denkt. Die Umfrage von 2010 wurde mit weit über 45.000 Klicks und Kommentaren zu einem glatten Selbstläufer auf YouTube. Wobei viele der Kommentare leider weit unter die Gürtellinie gingen. Das Thema scheint an Aktualität also nicht zu verlieren. Und auch in der jüngeren Politik hat es zu diffusen Diskussionen geführt. An diesem Tag heute soll also ein Zeichen gesetzt werden. Bereits im letzten Jahr hat ein Tag der Akzeptanz in Greifswald stattgefunden. Und wir haben uns heute mal umgeschaut, wen man an einem solchen Aktionstag hier so trifft. Respekt vor Liebe und Anerkennung statt Ausgrenzung. Das fordern die Aussteller am heutigen Tag. Mit Homophobie und Diskriminierung haben die Besucher ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Dass die Diskriminierung im Alltag zunimmt, was aus einer Studie hervorgeht, kann hier nicht jeder teilen. Es ist eher eine verdeckte Diskriminierung, keine direkte mehr. Es wird also nicht offen direkt ausgesprochen, so eher hinterm Rücken, unter verschlossener Hand, was eigentlich noch ein bisschen feige ist. Naja, im Alltag, also ich hatte bis jetzt keine Probleme und deswegen fühle ich mich toleriert und ja. Was ich mitgekriegt habe, ist, wir gehen viel in Schulen, dass da die Akzeptanz und Toleranz von zumindest dem Thema Homosexualität besser geworden ist. Aber kommt auch natürlich auf die Schulart an. Und ansonsten, denke ich, ist noch einiges zu tun. Also dafür ist ja dieser Tag heute auch da. Ne? Ein paar blöde Sprüche, da hat man sich dran gewöhnt, die zu ignorieren und dann ist auch gut. Muss halt jeder wissen, wie er damit umgeht. Okay. Unser Rostock ist eine sehr offene Stadt, was jegliche Art von
sexueller Freiheit, von körperlicher Behinderung oder angeht. Wie sieht das hier in Greifswald aufteilt, weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall in dem Outfit die ganze Zeit hierher gelaufen. Es ist mir nichts passiert und es waren auch alle ganz freundlich und süß. Das fand ich sehr schön. Und es ist schön, das hier leben zu dürfen. Wir gucken mal. Frag mich in 6 Stunden nochmal. Also ich persönlich glaube nicht, dass sie zunimmt, sondern dass die Diskriminierung extremer wird. Also entweder man ist dafür oder dagegen und dazwischen gibt es nicht mehr viel, würde ich behaupten. Aber insgesamt würde ich, also für mich persönlich merke ich nicht, dass die Diskriminierung zunimmt, sondern dass die Leute, die vorher schon diskriminiert haben, ja, das jetzt noch intensiver machen. Die Organisatoren haben für den Tag der Akzeptanz ein ausgefallenes Bühnenprogramm auf die Beine gestellt, damit auch die vorbeilaufenden Bürger interessiert stehen bleiben und sich an den Ständen informieren können. Für einen besonders bunten Auftritt sorgen die Schwestern der perpetuellen Indulgenz. Sie bezeichnen sich selbst als queere Nonnen des 21. Jahrhunderts. Sie verteilen kostenlos Safer-Sex-Material und sammeln Spenden für Menschen, die von HIV und AIDS betroffen sind. Gemacht ist der Salat. Wie erlebt ihr denn Greifswald und was haltet ihr vom Tag der Akzeptanz? Also Greifswald ist erstmal eine wunderschöne Stadt. Es ist wirklich eine Perle der Backsteingotik, das muss man mal sagen. Und bietet natürlich hier auf dem Marktplatz für den Tag der Akzeptanz eine geniale Kulisse. Also muss ich sagen, es hat sehr viel Stil. Und Tag der Akzeptanz, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Finde ich großartig, dass es parallel zum Wochenmarkt stattfindet. So erreicht man vielleicht auch nochmal Menschen, die man sonst nicht erreicht hätte. Der Platz ist sehr beliebt. Hier sind sehr viele Leute, die einkaufen gehen und auch in den Restaurants sitzen. Und die kommen eben so auch mit Lesben, Schwulen und anderen in Kontakt und das finde ich sehr gut. Bild ein wenig trüb ist natürlich, dass am Rathaus keine Regenbogenflagge hängt. Ich hab schon gestern vernommen, dass der Oberbürgermeister von Greifswald sich geweigert hat, eine Regenbogenflagge aufzuziehen. Das finde ich natürlich nicht so gut und ich hoffe natürlich sehr, dass das im nächsten Jahr kein Problem darstellt. Ich war ja schon kurzfristig am Überlegen, ob ich nicht einfach einen meiner Socken irgendwie ans Rathaus bummel. Also grundsätzlich haben wir erstmal keine Schwierigkeiten, wobei es immer mal wieder auch Übergriffe gegenüber uns gibt. Ich bin im Laufe meiner Schwesternzeit, jetzt knapp 13 Jahre, schon zweimal angegriffen worden. Das war durchaus sehr unangenehm, aber ich lasse mich da nicht unterkriegen und denke mir immer so, keinen Stöckel breit den Menschen, die intolerant sind. Man muss trotzdem weiter sichtbar bleiben und sichtbar sein, weil wenn man sich versteckt, dann kann man auch nichts verändern. Gerade auch bei anderen Veranstaltungen in anderen Städten, dass die Diskriminierung einfach zunimmt. Gerade im ländlichen Raum wie Mecklenburg-Vorpommern ist immer ein sehr großes Problem. Deswegen brauchen wir viel mehr solche Veranstaltungen, die einfach diese Diskriminierung in den Mittelpunkt setzen, die ein klares Zeichen gegen Diskriminierung setzen und einfach für mehr Toleranz und Akzeptanz gegen alle Lebensformen. Für den verschärften Auftritt ist Lady Vegas zuständig, die selbst aus Mecklenburg-Vorpommern kommt und seit 15 Jahren als Travestiekünstlerin auftritt. Oh, jetzt ist mir ein bisschen luftiger, Mädelzug. Den Mann leider niemals gefunden. Aber wenn sie ihn fänden, dann würde es so herrlich. Da sag ich, das Warten wäre mir zu beschwerlich. Ich hab es im Bett so viel besser als ihr. Wenn ich Liebe mach, wenn ich Liebe mach. Mit ihr konnten wir über ihre persönlichen Erfahrungen mit Outings und Diskriminierung reden. In ihrem persönlichen Umfeld stieß Lady Vegas damals nicht auf negative Reaktionen. Also ich habe da Gott sei Dank positive Erfahrungen gehabt. Ich kenne viele Leute, die haben negative Erfahrungen gehabt, aber überhaupt mit dem Schwulsein negative Erfahrungen gehabt. Na, aber in meiner Familie grundsätzlich positiv. Also da war jetzt keiner bei, der jetzt gesagt hat, oder sowas. Ne? Also ich habe Glück gehabt. Ich kenne viele Fälle, wo es halt so war, wo dann die Eltern das verstoßen haben, ne, und also die Sexualität verstoßen haben und gesagt haben, das ist nicht normal, ne, und ja, ich hatte da echt Glück. Für diejenigen, die sich nicht trauen, sich im eigenen Freundeskreis zu outen, weil sie Angst vor Zurückweisung haben, hat Lady Vegas nur einen Rat. Da, also den Leuten kann ich einfach nur sagen, dann wisst ihr, das sind nicht die Freunde, ne? Also das sind nicht die richtigen. Also die Leute, die schlussendlich sagen, ja gut, du bist so, wie du bist, weil man ist ja im Endeffekt immer noch die gleiche Person, ne? Die man vorher ja auch gemocht hat, dann sollte man einfach sich neue Freunde suchen. Aber auf jeden Fall damit auch offen umgehen, also sich nicht verstecken, weil ich finde, ich persönlich ist schlimmer, weil es ist ja so, vielen sieht man das ja auch an, dass sie vielleicht ein bisschen anders sind, ne? Und dann sollte man damit offen umgehen, aber man muss erstmal selber mit sich auch im Reinen sein, ne?
Den Greifswalder Tag der Akzeptanz findet Lady Vegas sogar besser als den Christopher Street Day. Ne, weil das ja jeden anspricht und nicht nur Homosexuelle oder Lesben. Ne? Also es ist ja für alle Gruppen gedacht, für behinderte Menschen, für alle möglichen Leute. Ne? Und ich finde, ja, das ist eine tolle Aktion. Also finde ich besser wie ein CSD. Okay. Durch den Sonnenschein konnte der Tag der Akzeptanz dieses Jahr mehr Besucher anziehen als letztes Jahr. Trotzdem hat man ein bisschen das Gefühl, dass man hier doch eher die Leute trifft, die Toleranz und Akzeptanz ohnehin schon groß schreiben. Bleibt zu hoffen, dass unser positives Ergebnis keine zufällige Stichprobe ist, sondern dass Toleranz immer mehr zur Regel als zur Ausnahme wird. Und die Schlussworte überlassen wir Lady Vegas, die denjenigen, die Homosexuelle oder Behinderte diskriminieren, nur eins mit auf den Weg geben kann. Ja, die sollten einfach nochmal zur Schule gehen oder zu Hause bleiben.